Mein Name ist Hendrik Marx, ich arbeite für die BayWa und bin dort Referent im Bereich Corporate Sustainability und auch im Corporate IH&S. Die wichtigsten Treiber sind natürlich einerseits die Gesetzesgrundlage, die die Unternehmen auch dazu veranlasst. Allerdings ist es bei der BayWa so, dass wir auch schon bevor diese Gesetzesgrundlage existent war, die Nachhaltigkeitsberichterstattung geleistet haben. Darüber hinaus sind natürlich auch externe Aspekte sehr wichtig, weil die Stakeholder, wie es sich so schön nennt, also sprich Kunden oder andere Akteure, dann eben auch ein Interesse an nachhaltigen Handeln vom Unternehmen haben. Bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung sollte man auf jeden Fall beachten, dass man einerseits auch wieder den gesetzten Indikatoren nachkommt, also die über das Rahmenwerk, das man verwendet, letztendlich dann besonders wichtig sind im Rahmen der unternehmerischen Handlungsmöglichkeiten. Aber natürlich auch sollten die Indikatoren abgebildet werden, wonach ein Unternehmen auch letztendlich steuern möchte und was die wichtigen Handlungsfelder sind, wo ein Unternehmen auch wirklich den Beitrag zum nachhaltigen oder zur Nachhaltigkeit im Allgemeinen leisten kann. Quentic unterstützt uns explizit darin, die ganzen Daten oder die ganzen Abfragen in die unterschiedlichsten Bereiche zu geben, weil wir halt ein sehr breit gefächertes Unternehmen sind, das auch international vertreten ist. Und demzufolge erleichtert es uns diese Datenerfassung in allen Standorteinheiten dann sehr. Ich glaube, um Akzeptanz im Unternehmen zu schaffen, ist es ganz wichtig, einerseits sehr transparent mit der ganzen Thematik umzugehen. Das heißt, letztendlich seine verantwortlichen Personen abzuholen und diese auch insbesondere mit dem Umgang in der Software nicht allein zu lassen, sondern dann eben auch diese unterstützen, wo man kann, nicht nur personell, sondern auch mit anderen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Anleitungen, kurzen Videos oder ähnlichem.